Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereni und ich habe heute ein spannendes Thema für dich, also dranbleiben. Die Esoterik wird ja eigentlich als Schimpfwort hergenommen. Oh Gott, das ist ein Esoteriker, das ist ein Spinner. Also Esoterik ist gleich Spinnen, so könnte man das sagen, wird das wohl definiert. Und ich möchte da eine kleine Trennlinie ziehen, nämlich zwischen einer seriösen Esoterik und einer, ich möchte es Egoterik nennen. Das heißt, eine Esoterik, die im Außen gelebt wird. Und das ist dann so eine gewisse Scheinheiligkeit, die man durchaus anprangern kann. Also was bedeutet jetzt Esoterik versus Egoterik? Eigentlich wäre es ja, der Gegenbegriff wäre die Exoterik, also das Äußere, und die Esoterik das Innere. Aber ich nenne es jetzt mal die Egoterik. Wenn ich jetzt sage, ich bin so bewusst, ich weiß etwas, was du nicht weißt, ich habe eine weitere Sicht auf die Welt, als du es hast, bin ich in erster Linie eines, nämlich ziemlich arrogant und überheblich. Und natürlich dadurch auch unsympathisch. Wenn ich dir dann auch noch sagen kann, ich rede mit den Steinen oder ich rede mit den Tieren oder ich sehe eben ein Energiefeld, dann verstärkt das diesen Effekt einfach nur. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Der Sinn, warum man sich mit esoterischen, spirituellen Techniken beschäftigt, ist, dass man in sich selber klarer wird, in sich selber bewusster wird und aufräumen kann. Also dieses Bewusstsein, an jemand anderen weiterzureichen oder zu vermitteln, ist eigentlich nicht im Grundgedanken der Esoterik enthalten. Es geht darum, in dir bewusst, klar, ruhig, sicher, stabil zu sein und einen gewissen Abstand zu den Irrungen und Wirrungen der äußeren Welt zu erhalten. Ein Missionierungsgedanke, wie er vielleicht auch von institutionellen Religionen weitergetragen wird, ist da nicht enthalten. Denn grundsätzlich geht man davon aus, oder gehe ich auch davon aus, dass die Welt so, wie sie ist, gut ist, dass es passt. Also ich bin nicht da, wenn ich sage, als Esoteriker die Welt zu verändern. Als Egoteriker habe ich womöglich das Bedürfnis. Dann habe ich das Bedürfnis, die Welt zu heilen oder irgendwelche tollen Heilmeditationen für die Wälder zu machen. Und ich vergleiche das immer so, also für mich ist das energetisch so, wie wenn die Gletscherlaus jetzt auf einmal meint, sie kann den Gletscher vom Schmelzen bewahren. Und das soll jetzt nicht gemein klingen, wenn du das Gefühl hast, dir sind diese Heilmeditationen wichtig und die geben dir was. Natürlich geben sie dir was, weil Meditieren immer hilft, egal in welche Richtung. Aber wenn man einmal davon ausgeht, zu sagen, die Welt ist gut, wie sie ist heil, wie sie ist und das Außen ist heil, wie es ist, dann wirst du in dir einen tieferen Frieden verspüren und längerfristig deinen Energiepegel besser halten können. Du kriegst immer mehr Distanz zum Außen und wirst immer klarer in dir und wirst dann wirklich vom Egoteriker zum Esoteriker. Und das ist aus meiner Sicht nichts Verwerfliches. Ja, was ist jetzt dann so die Brücke zum Energetiker? Der Energetiker an sich ist einfach ein Begriff für einen freien Dienstleister. Das ist ein Kunstbegriff, der geschaffen wurde, um eben gewisse Dienstleistungen zusammenzufassen. Und da gehört halt die Interpretation der Aura, das Arbeiten mit Heilsteinen, mit Farben, mit Düften, mit Klängen dazu und eine große Vielfalt von unterschiedlichen Dienstleistungen. Aber Energetik ist an sich jetzt, versucht sich auch bitte von der Esoterik wegzupositionieren, obwohl es natürlich extrem auf esoterischen Techniken fußt, im Grunde. Ja. Denn das sind ja hoch esoterische Anschauungen, die da in die Energetik einfließen. Deshalb ist es schwierig, dass die Energetik dann so in ein wissenschaftliches Eck zu rücken, weil es halt keine Wissenschaft ist. Gut, also bitte beschäftige dich damit, werde zum Esoteriker, aber werde kein Egoteriker. Denn die Egoteriker sind in erster Linie unter einem Wahnsinnsleidensdruck, nämlich sich selbst gegenüber, weil sie
immer wieder an der Welt verzweifeln werden. Wenn sie daran denken zu sagen, das in der Welt ist gut und das ist schlecht, wird irgendwann einmal das Schlechte überwiegen und es werden immer mehr Schatten auftauchen. Und das ist dann auch rein vom Psychologischen sehr bedenklich und leider auch traurig. Also bitte, Esoterik, ja, ein Licht, alles ist klar. Egoterik, zwei Pole, Licht, Schatten, das ist gut, das ist schlecht, Vergleiche, Urteile. Dann nimm dich bei der Nase, hol dich da raus und komm zu dir selbst zurück, auf deine eigene Basis. Das wäre mein Tipp für heute. Ich weiß, der ist vielleicht nicht ganz so leicht zu nehmen, aber prüf es einfach mal für dich. Prüf mal für dich, wie du zufriedener wärst, mit welchem Geisteskind du zufriedener bist. Und keiner will natürlich belehrt werden, keiner will eine Ideologie aufs Auge gedrückt bekommen und deshalb mag auch keiner die Egoteriker, die aber wie gesagt Egoteriker sind und keine Esoteriker. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal, schreib in die Kommentare einfach mal rein, was du so spannend findest oder wie du an die Sache herangehst. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Alles Gute, eine gute Zeit und tschüss.